Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, dann schauen wir mal, wo wir hier hinreisen können. Nein, die Karte ist wieder am Laden. Gut, sie hat sich einbekommen. Alles klar, hier gibt's neue Quests. Da gibt's eine Metallblume. Ich würde auch ganz gern mit der Hauptstory weitermachen, tatsächlich. Aber vielleicht haben wir noch was ganz Interessantes in der Nähe. Was mich ein bisschen verwundert ist, erstens, wo ist der Langhals hier unten? Ach, wahrscheinlich der da. Und hier oben, wahrscheinlich der Langhals. Aber ansonsten sehen wir hier nichts. Die Sintflut und das hier ist ja Teil, nicht wirklich Hauptquest. Ne? Ich sehe es gerade gar nicht. Aber da müssen wir auf jeden Fall auch hin. Also ich würde mal sagen, die markieren wir doppelt. Und dann eine Schnellreise und dann kann es auch schon losgehen. Jö, schöner Ladescreen. Und ein Glück dauert der nicht so lang. Sonst muss ich das ja immer skippen. Ja, das Spiel reißt sich, was das angeht, echt gut zusammen. So, heilende Bieren aufgenommen. Und so weit ist es ja gar nicht entfernt. Das ist schön. Nur mal schauen, ob es auf dieser Seite des Berges liegt. Ich glaube, nein. Dann gehen wir vielleicht jetzt direkt hoch. Ist das schon ein Vogel? Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Plasma. Ja, dann würde ich kein Plasma einsetzen, Aloy. So einfach geht es. Nabelschwein, bleib stehen. Vielleicht kommt gleich ein Steak raus. Schön gegrillt. Nö, nicht gegrillt. Jo, der bleibt stehen. Wir müssen uns ja nicht mit jedem Hinz und Kunz schon wieder anlegen. So, normale Pfeile. Und dann würde ich sagen, sind wir dem erfolgreich entfleucht. Entwischt. Da ist ja noch einer und da ist noch einer. Ich will euch doch gar nicht hier sehen. So, da oben ist. Ach, da ist noch so ein Bilderrätsel. So ein Hologramm, das wir zuordnen müssen, glaube ich. Sammelfelswand, was? Felswandrotdorn. Okay. Haben wir bestimmt auch schon. Genau, ein Aussichtspunkt. Ein Blick. Oder wozu waren die da? Sieht wie eine Art Turm aus. Umgeben von Platten. Ja, da ist er doch. Ich bin zu weit oben, um das Bild auszurichten. Ja, da ist er doch. Und mit Aussichtspunkt anschalten, R? Nein, ich will das ausschalten. Lass mich das doch wegmachen. Reicht es nicht? Gut, das kriegt man aber zumindest hin. Das habe ich ja schon gesehen. Komm schon. Lass mich nicht gegen die Sturmvögel kämpfen. Sonnenvögel. Keine Ahnung. Komm schon. Das muss doch passen irgendwie. Der Posten wäre ein guter Ort, um das Bild auszurichten. Wieso? Das passt doch. Ja, dann gehen wir vielleicht doch hier rein. Und ich dachte, ich entkomme den. So. Muss ich da hoch? Wahrscheinlich. Sonst wird der Baum ja nicht so stehen. So, Bild ausrichten. Ich glaube, ich hab's gleich. Ich hab's. Hat geklappt. Yay. Und was ist hier? Will ich doch gar nicht. So. Kann ich das noch scannen? Nö. Natürlich können wir entkommen. Wir laufen einfach. Was wollen die machen? Uns hinterherfliegen? Entschuldigung, Entschuldigung. Ihr könnt weiter in Schockstarre verfallen. Ich will doch noch nur hier weg. Zu meinem Questziel. Das sehe ich wieder. Nö, ist angezeigt. Ich sehe es gerade noch nicht. Au. Au, au, au. Komm schon. Rein mit dem Reinholz und dann nichts wie weg hier. Ja, das läuft doch schon mal gut. Wieso? Da ist mein Marker. Ich wusste doch, irgendwo muss er sein. So, gleich mal wieder Hilfpflanzen aufstocken. Unbekanntes Reishornareal. Und ich glaube, das ist eine unbekannte Siedlung. Zumindest eine unbekannte Festungsmauer. Irgendwo noch ein Lagerfeuer in der Nähe, das wir hier freischalten können. Sieht aktuell nicht so. Doch, da ist es. Da ist es. Dann fällt das hier hinreisen immer ein bisschen leichter.
Dann müssen wir nicht den Berg raufkraxeln. Und da ist ja auch direkt eine Heilpflanze. Und hinter mir war gleich noch eine. Und gleich noch eine. Aber ganz schön hier. Schöner Tümpel. Wird vielleicht hier Urlaub machen. So, ein Kaninchen. Stirb. Oh, bleib stehen. Ja. Ich glaube, Kaninchenfell braucht man auch für irgendein Beutel-Upgrade. Ja, wir haben nur seine Lende bekommen. So lang schmeckt. So, das ist freigeschalten. Da ist gleich noch ein Lagerfeuer. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Und dann geht's in Richtung Questmarker. Frag mich auch. Da ist noch eine Drohne. Und wo Drohnen wohnen, gibt's große Maschinen. So. Dann speichern wir vielleicht. Und dann erprobe ich mal heute meine Kampffertigkeit. Was seid ihr? Gegen diese Maschine einsetzen. Ja, Stürmer interessieren mich nicht. Rollrücken, da braucht man doch eine Zeug von. Eine Zyklops-Drohne überwacht das Gebiet. Ich muss an ihre Daten ran. Ich weiß gar nicht mehr, was die machen. Plasma-Präzisionspfeil. Was brauche ich von dem Rollrücken? Alles. Ich würde sagen, alles. Komm schon. Aloy, zieh mal ein bisschen schneller. Glaube, ich müsste auch nicht jedes Mal das in Zeitlupe machen. Komm schon. Das Craften funktioniert leider nur in Zeitlupe. Ja. Da rollst du dich gut ab. Schön hierbleiben bei deinem ganzen Zeug. Abgebrochen. Ich mag die Pfeile. Komm schon. Ja, vielleicht sollte man die Strategie wechseln. Nein, hier ist alles so glibbrig. Sieht ja aus wie bei mir unterm Tisch. Und auf den Schwanz. Oder auf die Säure. Und so ein Teil bitte auf den Schwanz. Auf den Schwanz. Komm, zeig ihn her. Oh. Hast aber kräftige Moves drauf. Hast du überhaupt noch einen Schwanz, den man dir abschießen kann? Ich glaube, das war ein Ja. Irgendwas ist abgefallen. Komm schon. Aha. Tja, deswegen heißt er wohl Rollrücken. Kann man sich nicht beschweren über die Moves. Komm schon. Nein. Auf die Eumel. Ja, steh doch jetzt nicht auf. Komm schon, Aloy. Schieß dahin, wo es weh tut. Naja. Ich würde sagen, das tut so halbwegs weh. Vielleicht tut es mir weh. Oh, ein Glück war da ein Baum. Glaub, ich kämpfe zu viel in Zeitlupe. Das geht ja so auch. Und da oben ist Grünglanz. Wunderbar. Mittlerer Maschinenkern haben wir auch bekommen. Grünglanz. Leider nur ein Fragment, aber Vorrat schadet nie. Können wir bestimmt irgendwie verwerten. So, wo hat er all seine wertvollen Teile abgelassen? Nee, hier nicht. Das sieht besser aus. Je nachdem. Nee, da sind Teile. Da ist ein Lagerfeuer. Nee, gut. Teil nach Teil aufsammeln. Ein Kühlblock braucht man, glaube ich, nicht. Aber wenn er schon da liegt, nehmen wir das mit. Wildtier. Ah, da ist der Hammerschweif. Oh, die Plage riecht. Jetzt nimm den schönen Hammerschweif auf. Der war extrem groß. Ich weiß nicht, wo wir uns den hingesteckt haben. Aber gut laufen können wir jetzt definitiv nicht mehr. So, irgendwas haben wir aber doch noch abgeschossen. Okay, und wir brauchen noch zwei Pirscher-Tarn-Generatoren. Müssen wir mal ins Pirscher-Areal irgendwann. Dann können wir endlich den Bogen upgraden. Ah, jetzt würde ich sagen, erstmal macht man den Loot hier noch fertig. Lagerfeuer passt. Überwachungsdrohne ist gerade da oben. Ja, müssen wir nicht unbedingt einsammeln jetzt. Was ist das noch? Ach, nichts zum Einsammeln. Dann her mit dem Kaninchenfell. Oder der Kaninchenhaut. Ist doch egal. Schmeckt beides.
Wahrscheinlich nicht, aber braucht man auf jeden Fall zum Craften von irgendwas. Da bin ich mir fast sicher. Hii. Ah, hier wäre die Drohne schon. Will aber gerade nicht. Rebellenlager. Ein Rebellenlager. Ist fast einen Monat her. Ja, du kriegst jetzt ein Blutbad. Boah, hältst du das gut aus? Warum? Du gehörst mir. Ich gehöre niemandem. Dobby ist ein freier Elf. Ja, das kann die Drohne gern scannen. So. Ja, ja, heilende Kräuter, her damit. Lagerfeuer, her damit. Was ist denn hier? Warum? Ihr kriegt keine Pause. Ja, dich hat's erwischt. Augen auf, da stimmt was nicht. Bist dir da sicher? Du schaust dir gegen die Felswand. Das kann nicht gut gehen. Oh. Ich hab sie. Ich hab dich. Deswegen sollte man sich seiner Sache nie zu sicher sein. So. Was ist das denn überhaupt hier? Sieht aus wie Feuer. Ah, Feuerglimmer, ja. Dann jagt man's mal hoch. In der Hoffnung auf legendäre Items. Na komm schon. Weg das hier. Das war's gleich mit dem Feuerglimmer. Ja, und der Wand. Nicht die Wand vergessen, Aloy. Okay. Na, das sieht gar nicht so schlecht aus, was hier drin war. Ansonsten können wir jetzt mal Richtung Wegpunkt gehen. Wird sich so langsam mal anbieten. Ich werde ja immer abgelenkt hier. Da ist noch ein Questing. Achso, das war die Drohne. Na gut, irgendwann später. Vielleicht. Jetzt müssen wir erstmal 300 Füße in die Richtung gehen. Das werden wir noch hinbekommen. Ah, relativ verdorben hier das ganze, die ganze Fauna. Nee, Flora. Fauna waren ja Tiere. Flora war zumindest das Gestrüpp. Wenn ich es richtig im Kopf hab. So, wieso ist es eigentlich schon wieder dunkel? Oh, ein Schulbus. Na, die Kinder kommen nicht mehr an. Und das soll unsere Zukunft sein? Ich weiß ja nicht. So, Unterschlupf voraus. Da können wir nochmal entweder die Zeit vergehen lassen, obwohl brauchen wir eigentlich nichts. Ist ja zumindest eine hellere Nacht, das sieht schon ganz ordentlich aus. So. Pfeile nachcraften, vor allem die Fiesen hier. Die brauchen echt viel. So. Der ist der Unterschlupf. Ich glaube, wir haben den inzwischen das freigeschalten. Das muss das Dorf sein, von dem Sokka sprach. Wer ist denn Sokka? Der ist geflutet. Der aus Avatar. Vielleicht durch einen Sturm. Obwohl jemand also überlebt. Also Avatar, Herr der Elemente. Ich sollte mir das Ufer ansehen. Sehen wir gerade. Ziemlich viele Fuchsleichen hier. So, was muss ich denn? Das Geröll blockiert den Sockel des Krans. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Balken rausziehe. Ja, bestimmt. Was ist da ist unten? Zäh. Und was bist du? Das Wasser ist zäh? Hey, du. Fremde. Ja? Hier oben. Wir haben hier Verwundete. Alles gut. Ja. Und zwar schnell. Moment. Ich überleg mir was. So, und wie komme ich daran? Das hat geklappt irgendwie. Oh. So viel dazu. Kann ich nicht einfach die Seite wechseln? Anscheinend nicht. So, aber da oben komme ich doch niemals ran. Was will das Spiel von mir? Nein. So lang ist mein Seilwerfer doch nicht. Finde ich keinen Halt. Doch, eigentlich schon. Du müsstest es nur mal versuchen. So, von unten? Wird ja nicht von unten zugänglich sein, nee. Nee. Zumindest nicht ohne davor essen zu gehen. So. Eine Truhe. Eine Leiter. So weit, so gut. Was müssen wir jetzt machen, Dean? Aloy! Ich verlasse mich auf dich, dass du nichts Dämliches machst. Hör auf damit.
Also so gestruggelt habe ich im ersten Teil nicht. Ich glaube, da war sie einfach auch nicht so agil. Und sehen, was er findet. Ja, das war der Plan. Da sind Leute. Da ist irgendwas. Da ist eine Metallklammer. Wir können ja theoretisch da drauf landen. So. Hui. Und dann das. Haben wir doch dasselbe Problem wieder. Oder vielleicht von da oben auf die Seite. Weiß es nicht. Irgendwie müssen wir ja an die Klammer kommen. Komm schon, Aloy. Das ist ein Geländer, das schaffst du. Das schaffst du tatsächlich. So, und wie kommen wir jetzt dahin? Das war's nicht. Ich habe das Gefühl, das war's nicht. Ah, wir müssen wahrscheinlich von oben da runter. Kabelspule. Was will ich mit einer Kabelspule? Ist das ein Pirscher? Frost scheint hier nichts zu bringen. Nee, ein Schnappmaul. Das ist doch auch mein Spitzname hier. Komm schon, Eloy. Hoch mit dir. Dann geh mal halt die szenische Route hier über den schönen Berg. So, schön hoch mit uns. Dann können wir vielleicht oben hinspringen. Weil anders wüsste ich nicht, wie wir da rankommen. Komm schon, schön klettern. Oh, richtig fetter Vollmond. Das erklärt warum es so hell ist. Ah, ich muss die wahrscheinlich... Die leuchtet, damit ich sie erschießen kann. Vielleicht was. Vielleicht. Muss ich die nicht abschießen? Brüchige Kabel. Okay, dann schieße ich gegen die Kabel. Bringt auch nichts. Hä? Leute, irgendwas muss treffen. Okay, da habe ich selbst nicht getroffen. Ja, da ist das Krokodil im Fluss. Kann doch nicht sein. Was leuchtet da unten? Genau, der Greifpunkt, den wir brauchen. Hui. Was war das denn für eine Aktion? Aloy, bleib auf dem Boden der Tatsachen. Nicht zum Festmachen. Ja, das ist auf der anderen Seite. Da ist eine Leiter. Waren wir schon auf der Leiter? Kann ich mir nicht vorstellen. Das sieht hier aus wie Neuland. Ja, hoch mit uns. Hätte man die noch abschießen können? Achso, das war die Leiter. Dann war man wohl doch da. Wie kriegt man denn das Scheißteil hier weg? Also ich bin überfragt. Vielleicht doch gegen die Kabelspule? Ja, ich glaube wahrscheinlich nicht. Nein. Schon wieder verkackt. Boah. Also Gehirnkapazität ist nicht so vorhanden heute Abend bei mir. Also da sind Kabel. Ansonsten haben wir nichts. Außer Gräber und Kisten. Aha, da oben Greifpunkt, sehr schön. Bringt mir nichts, Rotfuchs. Sehr erfreut, ihn kennenzulernen. Also wirklich, ich sehe nur Kabel. Und das klappt nicht. Hä? Ich weiß, ich stelle mich an, aber ich weiß nicht warum. Dann mache ich falsch. Vielleicht sollte ich direkt zu den Leuten gehen. Also mehr als raufklettern und runterfallen kann ich gerade nicht. Merkwürdig. Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Ja. Ich fürchte nein. Dein Fokus sieht dieselben zwei Scheißteile, die nicht funktionieren. Anfälle für Geschosseinschläge. Müssen wir dann wirklich noch ein Geschoss finden? Vielleicht ist da hinten eine Balliste drauf. Aber ich sehe keine.
Vielleicht ganz da oben? Steht da einer? Nö. Dachte, da wäre irgendein Typ. Ah, der wäre dann auch nicht markiert, was wiederum seltsam wäre. So, Aloy. Irgendwie müssen wir das jetzt hinbekommen. Nein, nicht. Ja. Okay, dann schauen wir mal in der Richtung, ob es da Geschosse gibt. Ansonsten mach mal was anderes. Und ich muss mal die Lösung für dieses Teilstück ergoogeln. Kann doch nicht sein. Also so dämlich war ich selten. Also doch schon. Auf dem Aussichtspunkt sind Überlebende. Ich sollte nach ihnen sehen. Na gut, dann sprechen wir erstmal mit den Überlebenden. Vielleicht triggert das ja irgendwie, dass wir doch die Kabel abschießen können. Servus, Wertprobleme. Geht es ihm gut? Oder Hobbys. Ah, wird schon wieder. Nur eine Fleischwunde. So. Aber was ist mit den anderen? Lass das meine Sorge sein. Ruh dich aus. Ich wette, das wird meine Sorge. Du bist weit weg vom Osten, Fremde. Ja. Du bist Natika. Dann ist das hier Blutzeichen. Ja, schönes Zeichen. Ist. Wo hast du von diesem Dorf gehört? Der Tinterlehrling in Brennspeer hat mir von dir erzählt. Er sorgt sich, was ist denn ein Tinterlehrling? Dass eurer Karawane etwas zugestoßen ist. Boah, da hat er nicht Unrecht. Haben wir größere Probleme als eine Lieferung Ascheblut. Hm. Was ist passiert? Ziemlich nass alles. Wurde der halbe Berg weggeschwemmt. Die Schlammlawine rollte mitten durch das Dorf. Viele Bewohner werden vermisst. Ja, das aber ist unangenehm. Ich muss auf diese zwei aufpassen. Ich kann mich mal umsehen. Wenn können ich die sich finde, nicht selber irgendwie aufeinander aufpassen? Ich danke dir. Und du gehst rumsuchen? Und wenn du einen alten, grimmigen Soldaten namens Kentok siehst, sag ihm, wo ich bin. Na gut. Was kriege ich dafür? Mach doch hier nicht alles umsonst. So, suche einen Weg, den Kran zu bewegen. Okay. Vielleicht ist es jetzt tatsächlich freigeschalten. Ich weiß es nicht. Ein Stein aufheben, das wird mir wenig bringen. So. So. Weil ich immer noch nicht was machen muss. Immerhin etwas Schweiß abgespült. Mhm. Im Kackewasser. Ist das von unten erreichbar? Nee. Vielleicht sobald wir gegen das Kabelding jetzt schießen, passiert was. Geschosseinschläge. Nö. 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 Scharfschusspfeil. Wird ja kaum was bringen. Und die teuren Pfeile. Boah. Aber da ist doch unten. Oder nur. Ich weiß es nicht. Also das wird's nicht sein. So viel Pfeile schon verballert. Da schon gar nicht. Wieso bin ich denn so überfragt gerade? Ist doch nur ein Kran. Kann mit dem Zugwerfer bewegt werden? Ja, eben noch nicht. Wie denn? Wie? Zugwerfer habe ich dabei. Nicht so einen langen. Generell habe ich nicht so einen langen. Sinnlos, den Zugwerfer zu nehmen. Ja, sag ich doch. Muss ich die Überlebenden retten? Können die sich nicht zur Abwechslung selbst retten? Ja, den Turm werden sie ja auch nicht umsonst dahingestellt haben. Vielleicht ist da ja was drauf. Ich dachte, ich hätte was gesehen, aber nö. Nö, nö, nö. Wüstenstachelhalm im Wasser. Ist halt eine Wasserwüste. Passiert den besten Wüsten ab und zu. So, da oben gibt's ganz viel Zeug. Lüftungsbedienfeld. Alte Vorratskiste. Vielleicht müssen wir ja tatsächlich da rein. Glaube ich zwar nicht, aber unbekannten 140 Metern. Hört uns jemand? Wo ja. Wir stecken in diesem Turm fest. Die Flut hat schlecht. Den Ausweg blockiert. Oben gibt es eine Leiter, aber wir kommen nicht dran. Okay, ich suche nach einem Weg zu euch. Ich muss an die Leiter ganz oben am Gebäude kommen. Ja, ich habe eine ungefähre Ahnung wie. Daneben rüber. Wieso können wir das nicht einfach aufmachen?
Oh. Unter Wasser funktionieren keine Werkzeuge, ich weiß, aber... Nicht gut. Der Zugbefall nützt mir hier nichts. Doch. Wenn du es nur probieren würdest, wird dir ja was helfen. Kann man das aufschlagen? Auftreten? Aufbitten? Hör mal wieder auf. Boah, ist das nervig, hier die Leute zu retten. Vor allem, wenn man mit meiner geistigen Kapazität heute versucht, daran zu gehen. Muss ich vielleicht erstmal das Wasser ablassen? Da ist noch so ein Greifpunkt, den ich eventuell mal erreiche. Ja, nicht von hier. Hä? Ah. Vielleicht erreiche ich das Ding da oben. Oder so eine Kiste. Vielleicht findet mein Fokus etwas, das ich übersehen habe. Ja. Ich glaub nicht mehr dran. Kann ja auch schlecht springen hier. Ich würde sagen, das wäre... Nein. Doch, vielleicht geht es. Es gibt keine Möglichkeit, in das zerstörte Gebäude zu schwimmen. Ich brauche etwas, um über die Metallwand reinzukommen. Lüftungsbedienfeld, aber das ist auch in. Und die schöne Mauer kannst nicht hochklettern, ich verstehe. Das wäre ja auch zu viel verlangen. Kann ich die Leiter abschießen? Nö. Und wie soll das gehen, ohne dass ich hier unten reinkomme? Ich sehe tatsächlich nichts. Da oben könnte es gehen, aber wie komme ich da oben hin, ohne hier reinzukommen? Okay, seltsam. Das ist echt seltsam, gerade wie ich mich anstelle. Ja, Aloy, den Spicker ins flache Wasser, wo überall Bäume liegen, hätte man nicht machen müssen. Ich würde sagen, wir müssen erst Wasser irgendwie ablassen. Ja, das klingt dämlich. Müssen nach der Flut reingekommen sein. Eventuell. Eventuell liegt es daran, Aloy. Schnappmäuler sind unter Wasser bestimmt genauso schnell wie an Land. Bestimmt. Und wie lässt man das Wasser ab? So. Oh, geh doch nicht jetzt aus, du Munition, du. Hat er mich schon gesehen? Ich glaube ja. Hui. Hui. Ja, macht Spaß. Oh, noch ein. Oh, und auf den Schwanz. Naja. Ins Gesicht geht auch. Au, au, au. Schon dabei. Ziemlich frostig hier. Wo bist denn du hin? Bleib doch stehen, Kollege. So, und... Schwanz. Nur noch auf den Schwanz. Ja, da war nicht. Manchmal verpeile ich's, wo der ist. Komm schon. Das kann doch nicht sein. Gib mir deinen Schwanz. Dankeschön. Dankeschön. So. Hier muss ich kurz rum navigieren. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Nimm ihn mal in Ruhe. Löschwasser. Rohstoffbehälter. Her damit. Schnappmäuler durchsuchen auf jeden Fall. Da gibt es noch zwei Sachen, die heben wir auch auf. Ja, schöne Schuppen. Oder was auch immer das ist. Noch so ein Stachelhalm. Und was ist da? Ein Verteilungstank. Nehme ich auch gerne. So. Jetzt aber, wer will aufs Maul? Ich hab genug. Löschwasser. Wunderbar. Pfeile nachcraften. Säure. Ich muss nachsetzen, solange die Säure wirkt. Oh, das hätte ich auch gesagt. Nein. Lass mich doch in Ruhe, du Krapscher. Du Gräber. So, nachsetzen, nachsetzen, nachsetzen. Bist du tot? Aloy. Ein Gegner nach dem anderen. So. Schön ins Gesicht. Oder auf die Gesichtsteile. Komm schon, Schwanz. Ich glaube, hier wird der andere Pfeil auch ordentlich was bringen. Fall ab. Ja, würde sagen, das hat was gebracht. Und nochmal.
Aha, bin ausgewichen. So, wo ist dein Schwanz? Halt ihn mal ruhig. Das zählt nicht, wenn er hinten drin glitscht. Au. Geh mal drauf jetzt. Sonst muss ich ja nachhelfen. Jetzt sollten die Tenakt sicher sein. Ihr seid jetzt sicher, ihr könnt rauskommen. So, Schnappmaul durchsuchen. Bären können sich nicht mehr wehren, die sammeln nicht auf. Hey, da sind sie runtergekommen. Gut für euch Jungs. Passt auf, Steinschlag. Na, wenigstens das funktioniert. Wenigstens funktioniert das noch. Im Gegensatz zum Kran und dem anderen Zeug. So. Ja, ja, Löschwasser, her damit. Irgendwas noch zum Looten? Ich fürchte, nur Bären. Hey, das ist ja nochmal Stein. Ach, einfach toll. Was ist da oben, beziehungsweise da hinten? Kleines Vorratslager. Normalerweise würde ich deswegen nicht in eine Höhle gehen, aber sieht hier ganz nett aus. Mit eigenem Wasserloch. So, Reinholz und Vorratslager. Aber echt schwierig, die Leute hier zu retten. Also nicht vom Kampfesanspruch, sondern vom richtiges Ding finden Anspruch. Hi, alles gut? Geht es allen gut? Ja, bestimmt. Ohne die Schnappmäuler geht es uns hier jetzt besser. Du verstehst dich aus Camp. Dankeschön. Auf den östlichen Klippen sitzen einige Kameraden fest. Du kannst ihnen helfen, wenn du möchtest. Okay, ich schau mal nach. Ja, gut, am... Hast du Kentok gesehen? Natika hat mich gebeten, nach ihm zu suchen. Am Willen scheitert's nicht. Ich habe ihn seit der Lawine nicht mehr gesehen. Okay. Geh zum Ufer auf der anderen Seite des Dorfes. Dort sind Natika und die anderen. Mach ich. Danke nochmal. Ach, dafür nicht. Wenn ich was tun kann, tu ich's. So. Ja, mit dem Tinken. Der Beutel ist voll. Und den Trinken. Aber im Rucksack ist noch Platz. Dann rein in deinen Rucksack. Ja, vielleicht übersieht mein Fokus was. Aber was? Aber wie? Warum? Muss ich mit denen zuerst reden? Vielleicht? Vielleicht schaltet das was frei. Ich bezweifle es tatsächlich. Ich hatte ja schon die Zwischenquest, den Kran auch zu befreien. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Könnt ihn höchstens noch bitten. Wir sagen einfach mal Hallo. Hallo. Ich nehme mal das Lager. Ihr wollt nicht reden? Unser Kamerad ist verletzt. Wir brauchen einen leichten Weg nach unten. Viel Spaß dabei. Ich könnte ihn ja runter mit runtergleiten lassen, aber... Das wäre ja zu einfach. So, da sehen wir, was passiert ist. Da kommt ja immer noch Wasser nach. Dann können wir es wahrscheinlich nicht ableiten. So, hat mein Fokus was übersehen. Brüchige Kabel. Geschosseinschläge. Da ist doch ein Geschoss hier. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir da will. Weiß nicht, was das Spiel hier von mir will. Und unten haben wir da irgendwie noch... Ich sehe halt nur die zwei Teile. Das kann doch nicht sein. Ist echt gerade frustrierend, wenn man so auf dem Schlauch steht wie ich. Suche nach einem Weg, den Kran zu bewegen. Ja, ich sehe halt hier nur zwei Punkte, Spiel. Und ich will mich nicht zur Kante fallen lassen. Ab nach unten. Ah ja, ab nach unten mit uns. Hui. So, jetzt sind wir zum ersten Mal hier oben. Und dann mach mal was. Aha. Oh, ich würde sagen, das funktioniert doch wunderbar hier. Oh oh. Vorsicht, Aloy. Ernsthaft? Okay. Das Gitter kann man nicht durchschießen.
Hier liegt noch das Teil drauf. Ja, ist ja gut, Aloy. Hip, hip, hip. Hurra. Da kann man nicht hoch. Ich glaube, wir müssen die Leute sich selbst überlassen. So. Auch hier funktioniert das nicht wirklich. Oh. Da oben war kein Geschoss, wenn ich mich richtig erinnere. Na gut, ich mach mal kurz einen Cut und google kurz nach, wie das funktionieren soll. Und dann setzt man hier fort. So, eine kurze Google-Suche und anscheinend unter den Kran schwimmen, um Feuerglimmer zu sehen. Ist das nicht schön? Hätte man mit dem Fokus sehen sollen, ich sehe nix, aber was soll's. Dann probieren wir das mal. Schnorchel, schnorchel, schnorchel. Ich schnorchel wie eine olle Dorchel. Glaubt, das ist kein Wort. So. Feuerglimmer. Ah, jetzt. Da, noch mehr Geröll. Ja. Feuerglimmer anzünden sollte es beseitigen. Nee, gut. Ich würde sagen, das haben wir nicht von oben gesehen oder ich war einfach blind wie sonst was. Jo, rein damit. Und schön abstoßen, Aloy. Nicht da bleiben. Ja, die stößt sich wirklich ab. So, weg hier. Sonst wird der Kran doch auf uns fallen. Ja, da unten sind wir im Wasser. Wir sind zerquetscht. Okay, die Welt ist am Abgrund. Genau da unten war ich gerade noch. Das haben wir niemals überlebt. Ah, doch, wir waren leicht daneben. Okay, der Kran ist bereit. Wie kriege ich den jetzt runter zur Klippe? Ich sollte mir die Unterseite des Arms ansehen. Vielleicht kann ich ihn bewegen. Ach so, jetzt ist freigelegt. Das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. So. Ich versuch's mal aus einer anderen Richtung. Von hier aus kann ich den Balken wohl nicht rausziehen. Ich muss weiter nach oben. Nach oben? Nach oben. Na gut. Das macht ja sogar halbwegs Sinn. Dann war das Konstrukt, auf dem wir hier gerade stehen, nicht ganz so unnütz, wie ich gedacht habe. Hab aber ehrlich gesagt auch nicht gesehen, dass das eine Kranplattform ist, wo man den verschieben kann. Oh je, oh je. Oh, verdammt. Der Arm hängt irgendwo fest. Ich sollte raufklettern und mir das ansehen. Ja, raufklettern ist nicht das Problem. Jo. Jetzt bringen die Teile auch was. Ist das nicht schön? Und hoch mit uns. Aha. Ja, brüchig. Jetzt vielleicht? Er kommt runter! Vorsicht! Kran okay. Kommt! Es glaube nicht ideal gewesen, währenddessen drauf zu stehen. Er hätte schlimmer sein können, wenn wir hier mit dem Kopf voll angeschlagen wären. Also alles richtig gemacht. Ja, ja, Blut den Zehen. Keine Ahnung, wie du es geschafft hast. Aber das weiß ich auch nicht. Gern geschehen. Boah, sieht gut aus. Sein Bein ist gegen etwas Geröll gekommen, als wir weggerannt sind. Oh nein, etwas Geröll. Aber es geht schon. Wieso wart ihr da oben? Beim letzten Sturm hat eine Lawine das Dorf zerstört. Und dieser Vorsprung war genau über dem Wasser, als wir ankamen. Aber als alles vorbei war, lief das Wasser ab und wir saßen hier oben fest. Ja, das macht irgendwie Sinn. Und wir konnten einen Kameraden nicht hier lassen. Schafft ihr es von ihr hättet eine Leiter bauen können. Natika kümmert sich dort um die Verletzten. Ihr müsst ja auch den Kran runterklettern. Den Zehen sei Dank. Wir werden zu ihr gehen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe gesehen, wie einige andere zu den Metalltürmen gelaufen sind. Ja, die kommen auch noch dran. Schau dich doch dort mal um. Ja. Danke, ich seh's mir an. Tüdelü. Metalltürme. Ich habe niemanden gesehen, der wie Kentok aussah. Vielleicht ist er bei den anderen Überlebenden. Ja, oder er ist bei den Toten. Mehr weiß es schon. Wir werden es noch rausfinden. Es wird aber eine Weile dauern, hier wieder alles aufzubauen. Glaubt, die haben hier dann keine guten Händler. So. Und auch hier habe ich gelesen, dass der Baum hier, der nicht durch den Fokus wirklich markiert wird. Ah. Wenn ich ihn anschiebe. Könnte ich ihn als Brücke zum zerstörten Gebäude nutzen. Eben das. Man muss die Umwelt auch mal nutzen. So. Na, ein Glück hat das geklappt.
So, Eloy. Es funktioniert. Jetzt muss ich innen hochklettern, um nach oben zu kommen. Ja, und können wir das mittlerweile abmachen? Ich zu den Überlebenden kommen. Ja. So. Weg mit dir. Hui. Und. Ach, von der Seite geht's. Na gut. Das macht ja halbwegs Sinn. Halbwegs. So, dann haben wir da oben noch irgendwas. Irgendwas. Auf jeden Fall Geröll und zieh! Mehr ziehen. Aloy, du musst mehr ziehen. Gut. Kann man dann einfach da hoch? Können natürlich das noch... Nee, nicht von dem Winkel aus. Das hat schon mal geklappt. Ich muss mal erst da oben hoch, aber... Ich glaube, den können wir von hier aus sogar ziehen. Ja. Ich mach's ja schon. So, da ist ein Vorratslager. Eine Kiste. Warum auch immer. Jetzt gehört sie mir. So, einmal. Und... Hat noch nicht so wirklich geklappt. Ich will doch da hoch. Glaub, ich will da hoch. Jetzt hat's geklappt. Geht doch. Geht doch alles ganz einfach hier. Ah. Ah. Ach, da komme ich jetzt wieder hoch. Anderen Gebäude. Den Sprung schaffe ich. Ah, ansonsten ist es auch nicht mehr unser Problem, wenn wir es nicht schaffen. So. Das war der einzige Ausweg. Alles gut, Leute. Bin ich jetzt auch hier drin gefangen? Ich glaube nicht. Zugwirr verbringt hier nichts. Geht es allen gut? Ja, bestimmt. Du gehörst nicht zu uns. Ja. Tut mir leid. Ja. Wir haben hier drin Schutz vor der Lawine im Dorf gesucht. Das ist ziemlich dämlich. Aber Trümmer haben uns den Weg nach draußen versperrt. Die Leiter war der einzige Ausweg. Aber wir kamen einfach nicht dran. Schon gut, jetzt bin ich hier und komme auch nicht ran. Ich finde einen anderen Ausweg. Weißt du, was mit den anderen passiert ist? Ja, die Hälfte ist ertrunken. Sie sind in Sicherheit. Den Zehen sei Dank. Sobald ihr raus seid, geht zum Ufer. Dort wartet Natika am Aussichtspunkt. Sie hat überlebt. Gut. Sobald wir hier raus sind, gehen wir zu ihr. Sehr gut, ihr seid dann auch die Letzten. Haltet erstmal durch. So, Aloy, Aloy, Aloy. Wo haben wir uns da wieder? Na, da können die anderen doch auch hochkraxeln. Gib doch einen Ausweg. So. Na, die hätten eins der Bleche. Kann ich da nicht einfach drauf schießen? Nö. Bleche aufmachen können. Aloy, ich glaube, wir haben ein Problem. Ah, nee, haben wir gar nicht. Und zieh! Ich zieh zwar in die Richtung, aber es fällt trotzdem in die. Das ist doch praktisch. So, das gleiche Spiel nochmal. Boah. Physikalisch interessant, aber es funktioniert. Und hoch mit dir. Na, also. Und... Nochmal. Das sollte reichen. Kommt ihr jetzt hoch? Okay. Der Weg sollte frei sein. Danke. Wir machen uns bald auf den Weg zum Ufer. Ja, okay. Macht es mal. Ich glaube, das waren alle Überlebenden. Sehr gut. Den habe ich nicht gefunden. Na, den müssen wir bestimmt für unsere Fertigkeitspunkte, die wir uns hier verdienen wollen, irgendwo nochmal suchen. So, jetzt aber mal ein Pläuschen führen. Die sollen am besten umziehen. Hier ist es anscheinend nicht sehr sicher. Und wie gesagt, ziemlich, ziemlich feucht. Es gibt nur Schimmel an den Wänden. So. Ja, ja. Aloy. Anwesend. Die Soldaten sicher. Doch, wo ist Kentok? Weiß ich nicht. Ich habe niemanden gesehen, der so aussah. Weißt du, wo er während des Sturms war? Ich habe ihn als Letzte gesehen. Kurz davor. Das hilft mir ich noch nicht. Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Klinge gern in den Dienst der Wache stellen würde.
Doch er wollte mich nicht aus dem Trupp entlassen. Alle Tenakt sind sehr stur, aber Kentok ganz besonders. Also ging ich. Und wo war das? Als ich auf dem Rückweg vom anderen Hügel war. Du wolltest es wieder gut machen. Ich muss ihn finden. Wenn jemand solch einen Sturm überlebt, dann er. Ja, gut. Eine weitere Suche. Ich kann mich nochmal im Dorf umsehen. Wo hast du ihn zuletzt? Natika. Ich bin hier. Wo ist Kentok? Hat er überlebt? Das wissen wir nicht. Er hat mich tot gerettet, oder lebendig? Hat mich aus dem Weg geschubst, als alles zusammenbrach. Dann hat das Wasser ihn mitgerissen. Bis zur Furche. Na gut, dann erforschen wir die Furche. Ein Durchgang, der tief unter die Erde führt. Komm, ich zeig's dir. Dankeschön. Natika, gibt es Befehle? Wir sind hier ungeschützt. Schützt euch! Die Hälfte kann uns gegen Maschinen verteidigen. Wie lauten die Befehle? Geh. Die Furche liegt in den Hügeln im Nordwesten. Ich komme, sobald ich kann. Ah, dann danke für nix. Stellen wir erstmal ein paar Soldaten als Befehle. Verstanden. So, einmal noch rein in die Furche. Wird ja schon klappen dann. Den findet man mit Sicherheit. Schwimm, schwimm, schwimm. Nee, ich hab genügend Stachelhalme. Ich brauch nicht noch mehr. So. Irgendwo, irgendwann. Da trommelt aber einer ganz heftig. Das muss die Furche sein. Naja, sieht furchtbar aus. Der Eingang ist von viel Geröll verschüttet. Vielleicht wurde Kentok während der Flut hineingeschwemmt. Wer weiß das schon? Wenn ich da rein will, muss ich das wegräumen. Ja, Aloy, ich bin schon direkt am Arbeiten. Zeit reinzugehen. Na gut. Her mit den legendären Items. Wenn man schon so einen schönen Ort hat. Okay, mal sehen, wohin das führt. Dann nach oben. Abseilen. Jetzt geht's wieder tief nach unten. Waren aber emsig hier beim Graben. Oh, hi. Immer langsam. Dann musst du Kentok sein. Woher kennt eine Fremde meinen Namen? Ich hab all deine Leute gerettet, du Arsch. Du hast einen Soldaten gerettet, der sagte, du seist mitgerissen worden. Also hat er überlebt. Gut. Und Natika? Ist sie zurück? Ja. Sie war auf dem Rückweg, um mit dir zu sprechen, als die Lawine kam. Sie kümmert sich jetzt um die Überlebenden. Es war ein Fehler, sie nicht gehen zu lassen. Ein Soldat sollte zum Wohl des Clans Opfer bringen. Im Nachhinein hatte sie recht. Ich wollte sie nicht gehen lassen. Ja, das war ja schon klar. Die Wache wird eine gute Soldatin bekommen. Immerhin stehe ich ihr nach all dem nicht mehr im Weg. Sehr gut. Du kennst eine tödliche Wunde, wenn du sie siehst. Ist sie tödlich? Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Also, geh. Boah, der will nicht schon wieder abnippeln, oder? Nein. Bin gerade hergekommen. Ich will nicht sterben. Irgendwie muss ich dich hier rauskriegen. Das geht nicht. Ich wollte hier rausklettern, ohne Erfolg. Die Wände sind einfach zu rutschig. Ja gut, dann flieg mal halt gemeinsam hoch. Irgendwie. Das Wasser kommt. Von der Oberfläche. Aber nicht durch meinen Eingang. Es kommt woanders her. Wenn ich die Quelle finde und sie öffne. Du kannst wenn sie sich öffnen lässt. Kentok. Aber ich glaube, ich kann dich bewegen. Hey. Hey! Du musst wach bleiben. Lass den Arm doch mal ein bisschen schlafen. War ein anstrengender Tag. Du bist wie Natika. Stur wie eine Feuerklaue. Und da gebe ich dir mal recht. Schon. Bleib einfach hier. Ich hol dich hier raus. Nee, gut. Aloy soll zwar nicht immer Sachen versprechen, aber... Der Wasserfall muss irgendwo herkommen. Ich muss höher klettern, um die Quelle zu finden. Ach, höher? Ich dachte niedriger. Na gut. Na gut. Kletterspaß für die ganze Familie. So. Hier ist zumindest eine Truhe. Sehr nett von denen, die das hier gebaut haben. Und...
Da kommt auch kein Wasser raus. Hui. Ah, ein Glück gibt's da einen Greifpunkt. Sehr ergreifend, der Moment. Dropkick. Kann man das nicht einfach hochjagen hier? Und eine passende Kiste. Wie haben sie die hier runterbekommen? Und warum? So. Wieso ist da nie Loot drin? Die ist auch groß genug. Aus der Öffnung kommt Wasser. Wer kann? Sackgasse. Es kommt woanders her. Duck dich doch. Nein, mein Loot. Ernsthaft? Aloy. Aloy, mach die doch ein bisschen kleiner, das ist episch. Ah, scheiße. Wollt sie nicht. Wollt sie so gar nicht. So. Anpeilen und springen. Ja, würde sagen, ja, habe ich zumindest gut gepeilt. Ach, die Google-Suche vorhin hat geholfen. Das hier weiß ich zwar nicht, wie das geht, aber ich stehe zumindest nicht mehr auf dem Schlauch. Und das ist was Schönes. Sonst ist der so eingequetscht. Oh, mach mir doch. Mach doch nicht sowas, Mädel. Und. Nur nicht runterfallen. Ich komme jetzt zur anderen Seite. Glaubst du das? Probieren wir es doch gleich nochmal. Okay. Und wie soll ich zur anderen Seite kommen? Darüber. Sicher darüber? Wie darüber? Wo darüber? Aloy! Boah, nervst du mich manchmal. Nervst du mich manchmal? Erfrischend, schätze ich. Ja. Ich weiß, dass du das sehr schätzt. So, ja. Dann geh ich mal nochmal hoch. Hilft hier alles nix. Komm mal hier inzwischen rein. Scheiße. Einfach scheiße. Kein Loot für mich. So, dann nochmal nach oben. Hilft hier nix. Gibt nur die Richtung. Und schwing dich. Schwing deinen feuerroten Arsch. Ah nee, das waren Paviane. Hey Leute, ich habe keine Ahnung, was du so wirklich vorhast. Da komm mal hin. Hui. Okay. Der Wasserfall, den ich unten gesehen habe, sollte hier irgendwo seinen Ursprung haben. Ich muss die Quelle finden. Ja, ja. Alter Tresor. Alter Falter. So, kann man da noch irgendwie rüber? Bestimmt. Bin drüben. Und fallen lassen. Fallen lassen. Holt doch die Kiste. Na gut. Egal. Wollen wir erstmal das Wasser ansteigen lassen. So. Wasserfall. Wo versteckst du dich? Wasserfall. Aloy-Fall. Aha. Das Wasser kommt hier rein. Ja. Mit dem Feuerglimmer kann ich die Wand zerbrechen und hier alles überfluten. Ja, und dann ertrinken wir beide. Aloy, das war eine klasse Idee. Ach, der liegt ja auf einer passenden Plattform sogar. Nee, das ist einfach ein Stein. Was hast du getan? Ich habe einen Ausweg gefunden. Fast geschafft. Doch, ist eine Plattform. Hey, nicht einschlafen. Gib ihm eine Backpfeife. Sag's ihr selbst. Sie sagte, du wärst ein sturer Kämpfer. Also kämpf weiter. Ein Glück verzieht's uns nicht. Und wir gehen einfach so gerade nach oben. So viel zu tödlicher Wunde.
Hat auch nur Geröll gegens Bein bekommen. Kenta! Er bat mich, dir zu sagen, eine Klinge folgt nur der Hand, die sie führt. Ernsthaft? Jetzt ist er auch das gestorben? Das hat er im Training immer gesagt. Das machen die zu oft um in dem zu Spiel. Beleidigen. Oder um mir ein Kompliment zu machen. Doch er hatte wohl recht. Die Entscheidung zu bleiben lag immer bei mir. Es tut mir leid, dass du dich nicht entschuldigen konntest. Mir auch. Was hast du jetzt vor? Die Leiche ich begraben? Weiß nicht. Blutzeichen kann sich wieder erholen. Vielleicht 100 Meter weiter südlich. Ich der Wache beitreten. Doch ich muss ihn zuerst beerdigen. Alter, das finde ich jetzt scheiße, dass er noch abgenippelt ist. Nach all dem Aufwand. Du hast die anderen gerettet. Das Wasser ist weg. Ich möchte dir das hier geben. 2 Skillpunkte. Dankeschön. Und viel Glück. Auf deinem Weg. Ja, ja. Viel Spaß bei der Wache. Nicht unanständig werden. Die Sinnflut ist beendet. Und es gibt ja tatsächlich nur 2 Fertigkeitspunkte. Also dafür habe ich mir irgendwie den Arsch zu sehr aufgerissen. Da gab es deutlich leichtere Quests. Na gut, dann würde ich sagen, was machen wir als nächstes? Hier auf jeden Fall, ne? Was verloren war, die Quest wird auf jeden Fall Spaß machen. Würde ich zumindest vermuten. Können wir da schon hinreisen? Tatsächlich. Na gut, dann würde ich aber an dem Lagerfeuer speichern. Das reicht nämlich schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, hör auf zu schnacken. Und bis zum nächsten Mal. Denn ich will dich nicht rufen, ich will speichern. Ich krieg schon irgendwie hin. Bis zum nächsten Mal.